Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Spiel, und zwar Warcraft 3 Reign of Chaos natürlich zuerst. Und wir beginnen mit dem, beziehungsweise der Brodo-Kampagne Auszug der Hörrotte im höchsten Schwierigkeitsgrad auf schwer. Die Zeit ist abgelaufen, Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht in Gefahr durch Krieg. Helden aber trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns zu verzehren. Sammelt die Horde und führt euer Volk dem Schicksal entgegen. Ziehet zu mir. Kapitel 1 Visionen. Irgendwo in den Aradi-Hochländern erwachte Thrall, der junge Kriegshäuptling der Ork-Horde, aus seinem beunruhigenden Traum. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. Und ich stelle nochmal kurz die FPS-Rate etwas höher. So, beginnen wir das Ganze. Den Propheten suchen, den Anweisungen des Erzählers folgen und den Propheten. Die Geister. Suchen. Exzellent. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Als erstes müsst ihr aber lernen, wie ihr Thrall Befehle geben könnt. Versucht nun, Thrall auf dem Weg zur nächsten Flagge gehen zu lassen. Dazu klickt er erst in der unteren rechten Bildschirmecke auf Meisterhaft vollbracht. Allerdings ist das Lager der Orks noch recht weit entfernt. Scrollt den Bildschirm nach Norden, damit ihr zur nächsten Flagge gelangt, indem ihr den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand schiebt. Dabu. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Dieses schwarze Gebiet bedeutet Gelände, das noch nicht erforscht wurde. Achtet einmal darauf, wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Thrall es durchquert. So seht ihr, welche Gebiete ihr erforscht habt. Entschuldigt, dass ich das so ein bisschen überspringe, aber ich meine, ich glaube, das ist mittlerweile jedem klar. Wählt Thrall an und befiehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. Ja. Loktar, meine Krieger! Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling! Nun sind eure Truppen angewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Logal. Also weiter, macht euch bereit. Ich spüre einen Gnoll voraus. Wenn ihr Thralls Streitmacht befehlen möchtet, diese üble Kreatur anzugreifen, so wählt ihr all eure Truppen an und klickt erst auf den Angreifen-Button und dann auf den Gnoll.
Lock Narash! Und go! Ja, der Knoll sich gleich davon. Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Knolle ist nicht weit. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das feindliche Lager. Dazu wählt ihr alle eure Truppen an, klickt auf den Angreifen-Button und linksklickt dann auf den Boden in der Mitte des Knolllagers. Ja. Attacke! Niemand. Und voll angehört, alle zusammen geht's schneller. Für Doomhammer! Und unser Kollege ist in Level Up. Jedes Gendlitz. Mal, wenn wir auf den Helden sehen. Das ist F und Z bei denen diesmal. Wir können jetzt zum Beispiel noch Häuser kaputt machen, das gibt's ja auch. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, ob es da noch Zusatz gab ab und zu an Items oder Gold. Ach, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob das nicht einfach nur irgendwelche kleinen Spiel-Gimmicks waren, für also den Arcade-Modus. Und ich glaube, dass die Musik ein klein wenig zu hoch ist. Machen wir das mal ein bisschen runter. Untertitel ebenfalls mal ein. Da ist das Ganze doch schon gleich viel angenehmer für die Ohren. Ja. Dabu. Ja. Und kommt meine Krieger. Wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Damit Sal seine neue Fähigkeit anwenden kann, klickt ihr erst auf den Kettenblitz-Button und linksklickt dann auf einen der Murlocs. Für die Ehre. Und Attacke. Ja. Einige Ungeheuer lassen Schätze fallen. Diese spezielle Schatztruhe enthielt einen nützlichen Mana-Trank. Beachtet bitte, dass der Trank nun eines von Sralls Inventarfächern in der unteren Bildschirmmitte einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Jene magische Energie, die ihm ermöglicht, Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. Die Geister. Ach, das waren noch Tutorials. Ich glaub's ja nicht. Befehlt Sralls Streitmacht, das Gebiet flussaufwärts zu erforschen. Die Ehre. Ja. Bin noch dabei. Aber wir nehmen erstmal die Murloc-Läufer mit und auf geht's. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, meine Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Für die Ehre. Einheiten können nicht so gut sehen nachts wie am Tage. Ja, das ist wie bei uns Menschen. Wir können das auch nicht. Gehen wir mal ein bisschen scouten. Ein Heiltrank. Yay! Erkundetes Gebiet, denn oft können darin Geheimnisse oder Überraschungen auf einen warten. Das ist richtig. Würde die Bestie nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Schlafende Ungeheuer wachen auf, wenn sie angegriffen werden. Deswegen Angriff. Eure Zeit ist gekommen. Gibt uns vor allen Dingen gute Erfahrungspunkte, die wir auch mitnehmen. Unser Charakter levelt sich hier in unseren Missionen mit. Ja. Und das finde ich immer so schön, dass man dann auch mit einem Held, mit dem man sich personifizieren kann, innerhalb einer solchen Kampagne dann auch zu Wege gehen kann, beziehungsweise zu Rande kommt. Seid auf der Hut, meine Brüder. Diese Kreaturen schlafen nachts nicht. Für du, Attacke! Irgendwie sind unsere Typen ganz schön hart. Im Nehmen. Die haben ja absolut keine Chance. Niemand noch wird einer. Überleben. Ja. Jo, haben wir da auch noch einen? Nope. Für die Ehre. Was gibt's hier? Ja. Für du, da gibt's noch einen. Sralls Blitzhammer finde ich eine der geilsten Attacken, die es gibt. Ach Gott, ich bin schon wieder so ganz nostalgisch. Die alten WoW-Zeiten aufbauend auf den Warcraft-Erlebnissen, die man hatte. Wie man das Spiel anfangs heißblütig erwartet hat. Ach, das waren noch Zeiten. Für die Ehre. Ich glaube, es gab auch... Ja. Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Es gab immer nichts Geileres als genau das. Und es gibt Schwierigkeiten von 1 bis Stufe 10. Deswegen fangen wir an mit dem Kleinen und gehen dann zum Großen.
Für Doomhammer! Niemand wird überleben. So, kommt noch Waldtroll Berserker. Ich freue mich auf unsere Speerwerfer, aber ich bin es echt nicht mehr gewohnt. Es gibt richtig viel hier. Buch der Gesundheit. Diese Schatztruhe enthielt ein Zauberbuch, das verwendet werden kann, um Sral einen dauerhaften Nutzen zu geben. Haben wir schon. Ich bin der Kriegshäuptling. So, und dann sind wir da vorne schon gleich bei Medivh. Unserem allwissenden Zauberer. Für die Ehre. Dabu. Ja. Und damit ist die erste Mission, glaube ich, schon vorbei. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch schart und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anders. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir? Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. So sieht's aus. Dementsprechend weiter im Text. Der Endscreen, wieder mit Punkten, benötigte Zeit. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.